Schauspielerin in einer Nebenrolle geht an Carol Schuler. Das ist aber schwer. Ah, ich freue mich. Ah, wie schön. Ich hatte eine Riesenrede vorbereitet mit viel Kunstblut und Prügeleien und Stunts und einer 10-köpfigen Band. Aber die durften leider nicht kommen, deswegen machen wir es jetzt simpel und kurz. Ich möchte einfach nur Danke sagen an ein paar Leute. Und zwar allen voran an Dennis Schanz, der diese schöne Figur geschrieben hat und die ich wirklich einfach sehr, sehr, sehr gerne gespielt habe. Es war so eine schöne Hosenrolle, wie ich finde. Und ich wünsche meinen Kolleginnen und mir noch mehr von solchen Rollen, wo man auch körperlich viel machen kann und alles reinbringen kann. Dann möchte ich danken Basasian und Miss Platinum, die diesen Ohrwurm-Song für mich geschrieben haben, der mir wirklich nächtelang nicht aus dem Kopf ging. Ich bin nachts aufgewacht und es war Silan, 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 Silan. Und sie haben mich auch ein bisschen in die Welt des Hip-Hops eingeführt, was ja sonst nicht so meine Welt ist. Und dafür danke ich Ihnen sehr. Dann ein Riesendankeschön an unsere Regisseurinnen Max Erlenwein und Solin Youssef. Es war wirklich eine Freude und ein Fest für mich, mit diesen beiden zu arbeiten. Und auch neben der Arbeit mit Max zu musizieren und mit Solin zu tanzen. Und nochmal ein riesengroßes Extra-Dankeschön an Solin für ihre Engelsgeduld, mit der sie mir Kurdisch beigebracht hat. Und sie ist leider nicht hier, aber Solin, wenn du das hörst, Sorspas, Jiboba Veriate, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Und ja, Edin, wo bist du? Edin! Ja, wir wissen beide, es war schwierig, ne? Also es ist ja noch schwierig mit dir. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Was soll ich sagen? Also mit einem Spielpartner wie dir muss man auch nicht mehr viel machen. Man muss einfach nur deine Energie, deine unbändige, unermessliche Energie irgendwie in sich aufnehmen und dann spielt sich die Szene von alleine. Es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken mit dir. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Und darum von Herzen, Hvala ti brate. Najbolje si. Ich danke noch. Danke an die Komplizen, danke an Stickerfilm, danke an Emra Ertem für das Casting, an meine Agentin Marketa Modra und natürlich an euch alle, dass ihr abgestimmt habt. Ich freue mich wirklich, das ist eine sehr, sehr schöne Auszeichnung und ich nehme sie sehr gerne mit. Habt noch viel Spaß, alles wird gut, Dankeschön.